man die Ursachen für mögliche spätere, gröbere Schäden findet und entsprechend im Voraus korrigiert. Im orthopädischen Bereich ist ja eher das Bewegungsapparat im Vordergrund, wo man Fehlstellungen, Fehlhaltungen sozusagen findet und entsprechend auskorrigieren kann. Bei einer Vorsorgeuntersuchung wird prinzipiell eine sehr ausführliche Anamnese durchgeführt über die Arbeitssituation des jeweiligen, die Gewohnheiten, den Tagesablauf und in weiterer Folge eine komplette Untersuchung, eine klinische Untersuchung. Die Wirbelsäule, Gelenke, Bewegungsabläufe werden angeschaut und untersucht und entsprechend eben diagnostiziert. Zum Beispiel im Bereich der Füße, wenn man Senkspreizfüße hat, wo die Position des Fußes etwas eine Auswirkung auf benachbarten Gelenke hat, wie zum Beispiel Sprunggelenk, Knie und so weiter. Diese Dinge werden nach und nach im Laufe der Jahre natürlich Einflüsse auf diese Gelenke haben. Und man kann durch entsprechende Korrigierung mit Einlagen zum Beispiel das vermeiden, beziehungsweise Fehlstellungen im Bereich der Wirbelsäule, skoliotische Fehlhaltung, das heißt Verkrümmungen der Wirbelsäule, die durch eine Fehlhaltung entstehen. Es muss nicht unbedingt von vornherein entstehen, aber wir sitzen sehr viel, wir bewegen uns immer weniger und diese Fehlhaltungen können erkannt werden und entsprechend mit Beratung und entsprechenden Übungen eben korrigiert werden. Oder Fehlstellungen im Bereich des Beckens, wenn Beinlängendifferenzen entstehen und dadurch eine Beckenschieflage ist, die dann natürlich eine Konsequenz auf die Position der Wirbelsäule hat, die zu Verkrümmungen der Wirbelsäule führen kann. Diese Dinge werden herausgefunden und entsprechend durch die Beratung mit der Person dann besprochen und bei Bedarf dann eben korrigiert.